Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die CDU-CSU-Bundestagsfraktion wird der Verlängerung des Atalanta-Mandats heute zustimmen. Und wir werden auch zustimmen, dass das Mandat mit der Obergrenze von 950 auf 600 Soldaten abgesenkt wird. Diese Absenkung der Mandatsobergrenze ist verantwortbar, weil der europäische Einsatz Atalanta eine der erfolgreichsten Militärmissionen gewesen ist, die wir in den letzten Jahren vollzogen haben. Der Kollege Ilgen hat darauf hingewiesen, wir haben seit 4 Jahren keinen erfolgreichen Angriff von Piraten auf ein Handelsschiff in diesem Gebiet mehr. Wir haben seit 2 Jahren auch gar keinen Versuch mehr, das zu tun, weil wir tatsächlich erfolgreich, sehr erfolgreich diese Piraterie verhindern konnten. Der wesentliche Grund, warum das gelingen konnte, war zum einen die gute Führung und die Einsatzbereitschaft dieses Verbandes, zum anderen aber auch, im Augenblick ist ja die Fregatte Bayern das Flaggschiff dieses Verbandes, die deutsche Fregatte Bayern. Wir haben zum zweiten aber auch den Verbund mit den anderen Aktivitäten in Somalia. Wir konzentrieren uns eben nicht auf den Schutz der Seegebiete vor Somalia, sondern wir bilden somalische Sicherheitskräfte auf. Wir haben mit EUCAP Nestor eine entsprechende Operation, eine weitere Operation der Europäischen Union in Somalia laufen. Und wir leisten auch verstärkt Mittel der Entwicklungszusammenarbeit, um den Wiederaufbau, den langsamen Wiederaufbau dieses jahrzehntelang geschundenen Landes zu ermöglichen. Insgesamt ist es gelungen, ein sehr gutes Lagebild für das Seegebiet zu entwerfen, sodass wir tatsächlich sicherstellen können, dass dort Piraterie erfolgreich verhindert wird. Der Kollege Ilgen hat etwas begonnen, das ich gerne sinngemäß fortsetzen möchte. Wesentlicher Träger der Belastung sind die Soldaten der deutschen Marine und die Einheiten der deutschen Marine. Wir haben gegenwärtig mit der Bayern und dem Seefernaufklärer P3 Orion, mit der Fregatte Karlsruhe bei Sophia und dem Einsatzgruppenversorger Sophia bei Frankfurt-Main bei Sophia sowie mit dem Einsatzgruppenversorger Bonn als Flaggschiff der Ägäis-NATO-Operation und mit der Korvette Erfurt bei UNIFIL sowie mit Minensuch- und Minenabwehrverbänden in der Ostsee jede Menge maritime Einheiten in See stehen, und wir kommen damit wirklich an die Grenzen. Und ich kann der Bundesverteidigungsministerin nur zusagen, dass die Außenpolitiker der Union Bemühungen unterstützen werden, die insbesondere durch Investitionen in neue Ausrüstung und durch Investitionen in Personal geeignet sind, die Marine besser in die Lage zu versetzen, diese heutigen und zukünftigen Belastungen zu tragen, dass wir da vorankommen. Und wenn ich ganz konkret etwas ansprechen möchte, ist es, wir planen gegenwärtig die Beschaffung neuer Schiffe. Diese neuen Schiffe werden, weil sie mit kleineren Besatzungsstärken auskommen, weil sie länger in See stehen können zwischen den jeweiligen Werftliegezeiten und weil wir diese Schiffe mit nach dem Mehrbesatzungsprinzip mit wechselnden, mit rotierenden Besatzungen fahren können, deutlich besser geeignet sein, Operationen fernab der Heimat durchzuführen, etwa so etwas wie hier bei Atalanta oder das, was im Mittelmeer stattfindet. Und ich glaube, wir tun der deutschen Marine, unserer deutschen Außenpolitik und der deutschen Verteidigungsfähigkeit einen großen Gefallen, wenn wir daran gehen und ganz konkret diese Projekte voranbringen und dafür auch die notwendigen finanziellen Mittel bereitstellen. Damit wird die Marine auch attraktiver für die Soldatinnen und Soldaten, die an Bord der Schiffe Dienst tun. An dieser Stelle möchte ich noch anmerken, dass wir natürlich über viele Bundeswehreinsätze reden. Wir reden insbesondere über diejenigen lang und ausgiebig, die mit Schwierigkeiten verbunden sind, die vielleicht nicht die Erwartungen auf den ersten Blick erfüllen, wo Soldatinnen und Soldaten Schwierigkeiten zu überwinden haben. Wir reden zu wenig über die erfolgreichen, gelungenen Auslandseinsätze der Bundeswehr, wo wir mit den Entscheidungen, die wir getroffen haben, goldrichtig lagen. Dazu gehört, wie ich finde, der Einsatz Atalanta. Dazu gehört aber auch, dass wir es im Kosovo tun. Dazu gehört das, was wir in Bosnien-Herzegowina eines Tages getan haben. Als dort der letzte deutsche Soldat aus dem Einsatz nach Hause kommen konnte, war das den meisten Presseorganen keine Zeile wert. Ich glaube, dass wir deswegen auch über den Erfolg von Atalanta reden sollten und dass wir unseren Soldatinnen und Soldaten, die jetzt gegenwärtig dort im Einsatz sind, alle Soldaten Glück und gute und glückliche Heimkehr wünschen sollten, im Namen, ich denke, aller Mitglieder des Deutschen Bundestages. Herzlichen Dank.
Nächster Redner ist der Kollege Omid Nuripur für Bündnis 90 Die Grünen.